Moin Moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute soll es um das Galaxy Tab S8 Plus gehen. Ich hatte es wirklich eine lange Zeit getestet. Wir fangen erstmal mit den Neuheiten an. Was ist neu zum Vorgänger, sprich zum Galaxy Tab S7 Plus? Dann gehen wir auf die Daten ein, beziehungsweise mit dem Gehäuse, Leistung, Akku und natürlich auch das neue Keyboard. Gibt es überhaupt eins? Und zum neuen S Pen. Wie gesagt, das Ganze aber nach dem kurzen Intro. Los geht's! Und zwar angefangen mit dem Wichtigsten. Und zwar ist es der neue Prozessor, der Snapdragon 8 Gen 1. Das ist der neueste, stärkste Prozessor im Bereich Tablets und Smartphones. Diesen hat Samsung beim Galaxy Tab S8 Plus verbaut. Das ist eine deutliche Neuerung, eine deutliche Steigerung zum Snapdragon 865 Plus, was im Galaxy Tab S7 Plus verbaut war. Zusätzlich kamen jetzt noch ein paar Änderungen an der Kamera. Wir haben auf der Rück- und auf der Frontkamera ein paar Pixel mehr bekommen. Das ist aber gar nicht mal der Rede wert. Weiter ist wirklich der Stift, und zwar der S Pen. Der S Pen ist wirklich klasse. Ich bin eh schon Fan vom S Pen. Ich bevorzuge sie sogar vor dem Pencil Stick von Apple, obwohl ich wirklich ein Apple-Fan bin. Dieser schreibt wirklich gut, aber der neue ist nochmal ein Ticken besser. Die Größe, das Design ist noch genau gleich, die Funktionsweise dieselbe. Was sich geändert hat, ist die Spitze. Denn in der Spitze haben wir nicht mehr so einen flauschigen Kopf, wenn man ganz nah ranzoomt oder ranguckt. Nun haben wir hier so einen silikonartigen Knüppel vorne. Mit dem lässt sich es auf jeden Fall nochmal 10% besser schreiben. Und ja, ich denke, die ist noch etwas langlebiger. So viel zu den drei neuen Punkten. Und dann gehen wir weiter mit dem Gehäuse und der Haptik. Bevor wir aber zum Gehäuse gehen, sprechen wir erstmal über den Preis. Was habe ich gezahlt? Was ist es wert? Gezahlt habe ich 1.150 Euro. In der Variante 5G, 256 GB und 8 GB RAM. Das ist ein happiger Preis. 1.150 Euro ist wirklich viel. Wenn man das Ganze mal ins Verhältnis setzt, das Galaxy Tab S7 Plus kostet momentan circa 700 Euro, 650, wenn ihr ein gutes Angebot bekommt. Und ihr habt eigentlich nur eine etwas schwächere Leistung und noch den etwas älteren, den älteren S Pen. Dennoch ist es ein wirklich gutes Gerät. Und ihr könnt euch hier ganze 400 Euro sparen. Und das ist wirklich eine Hausnummer. Ich habe noch eine Tastatur mit hinzubekommen zum Galaxy Tab S8 Plus. Das waren die Vorbesteller. Aber das Ganze fällt mittlerweile auch flach und ihr bekommt nur noch eine Hülle. So viel erstmal zum Preis. Der Preis finde ich persönlich etwas teuer, aber das 7 Plus ist ebenso damals mit denselben Daten an den Start gegangen. Aber nun weiter ins Gehäuse. Und zwar besteht das Gehäuse komplett aus Aluminium. Dieses ist aus einem Guss. Auf der Rückseite finden wir einen Ablageort für den S Pen, sowie auch beim Vorgänger. Auch beim S8 Plus haben wir wieder vier Lautsprecher, zwei auf der linken und zwei auf der rechten Seite. Und diese machen einen wirklich hervorragenden Sound. Das gleiche noch immer noch wie beim Galaxy Tab S7 Plus. Die Lautstärke und die Qualität ist einfach noch im ganz hohen Niveau. Auf der unteren Seite finden wir den Kontakt für die Tastatur. Auf der oberen Seite, wie gewohnt, der Ein- und Ausschalter sowie laut und leise. Zudem haben wir die Möglichkeit, mit einer MicroSD-Karte den Speicher zu erweitern und gegebenenfalls eine SIM-Karte einzulegen, so wie ich das gemacht habe. Ich habe die 5G-Variante und da musst du dir wirklich im Klaren sein, möchtest du eine 5G oder nicht? Entweder sparst du es dir oder nicht. Bist du viel unterwegs, wirklich viel unterwegs, viel auf Reisen? Also ich bin circa von meiner Arbeitszeit 40% auf Reisen und ich sage ja, ich benötige es, ich bin überall unterwegs und ich möchte immer Internet haben. Klar könnte ich es über Hotspot machen, das ist aber eine Luxusvariante, muss aber nicht sein. Deswegen überlegst dir genau. Die Kamera auf der Rückseite ragt etwas auch wie beim Vorgänger raus und was wir hier neu haben, habe ich ja bereits schon erwähnt. Die Handhabung ist im Vergleich zum Galaxy Tab S8 Ultra eindeutig besser und die komfortable Lösung. Gerade wenn man auf dem Sofa sitzt oder das Tablet auf die Toilette mitnimmt, so wie ich es häufig gemacht habe, dann war das ultra ungern. Beim Galaxy Tab S8 Plus muss ich wirklich sagen, es ist
100% ein Tablet und 50% ein Laptop-Ersatz. Man kann die Tastatur anschließen mit dem Trackpad und in den DeX-Modus gehen. Und dann kann man das Ganze wie einen normalen Laptop benutzen. Man hat kleine Einschränkungen in Office und Outlook und weitere Microsoft-Programme. Da bekommt man nicht die volle Ausbaustufe, so wie man es zum Beispiel bei einer Vollversion hätte. Aber das betrifft wirklich nur 20% der Menschheit, die wirklich diese Funktion noch benötigen. Zum DeX-Modus. Der DeX-Modus ist bereits bekannt. Der ist einfach nur genial. Man kann damit mehrere Apps übereinander legen, parallel arbeiten und man hat unten wie so eine Taskleiste, wie man es bei Windows kennt. Das ist wirklich klasse. Aber wenn man gerade diese Funktionen nicht benötigt, kann man das Ganze auch problemlos in der Tablet-Oberfläche machen. Und zwar gibt es hier Multiview. Ich habe es sehr gerne mit drei Splitscreens gemacht. Also drei Multiview-Fenster, ein großes, zwei kleine. Das war ziemlich klasse. Oder 2:2 oder 4. Alles, was danach kommt, wird unübersichtlich und ziemlich klein. Eine kleine Werbung am Rande. Gefällt dir dieses Video, dann gib den doch einen Daumen nach oben. Und wenn dir der Content von mir gefällt, dann lass mir doch ein Abo da, um weitere Videos so wie diese nicht zu verpassen. Ich teste wirklich viele Smartphones, Tablets, auch die neue Apple Watch 7 habe ich gekauft und kommt auch in den nächsten Tagen auf meinem Kanal. Das heißt, ein Abo lohnt sich auf jeden Fall. Gehen wir aber weiter zum Display. Das starke AMOLED-Display von Samsung mit seinen 120 Hz Bildwiederholungsrate ist einfach nur faszinierend. Serien, Filme und Spiele, all diese Dinge machen einfach viel Spaß auf diesem Tablet. Die Farben sind wirklich kontrastvoll. Die Spiele laufen flüssig dank dem neuen Prozessor Snapdragon 8 Gen 1. Und wenn wir nochmal dieses Thema anknüpfen mit der Leistung mit dem Prozessor, hier hat der neue Prozessor von Qualcomm mehrere Effizienzkerne. Deshalb läuft die Akkulaufzeit auch länger wie beim Vorgänger 7 Plus. Das ist auch eine kleine Neuerung. Man bekommt hier nochmal mehr Bildschirm-On-Time hin. Nicht nur die Akkulaufzeit ist faszinierend geworden, sondern auch die Wärmeentwicklung ist wirklich angenehm. Egal was man macht, das Tablet wird nicht übermäßig warm, die Leistung wird abgerufen, egal wann man diese benötigt. Das heißt, ihr kommt problemlos durch 2 Tage. Wenn ihr es mittelmäßig benutzt, benötigt ihr es intensiv, also wirklich intensiv, 8 Stunden lang dran arbeiten, dann ist es nach 8 Stunden auch leer, keine Frage. Aber benutzt ihr es so wie ich immer mal wieder als Zweitgerät, dann kommt ihr problemlos durch 2 Tage, dann muss es wieder an den Netzstecker, aber das ist kein Problem. Dank 45 Watt Schnellladen kommt ihr schnell wieder von 0 auf 100. Einen kleinen Nachteil gibt es ja dennoch. Im Lieferumfang ist leider wieder kein Netzteil mit im Lieferumfang. Das ist wirklich traurig. Für diesen Preis kann man es erwarten. Und jeder, wo kommt, mit dem Umweltaspekt kommt, das macht keinen Sinn. Wenn dann, dann macht es überall Samsung. Denn bei den günstigen Geräten ist immer ein Netzteil mit dabei. Und die günstigeren verkaufen sich, glaube ich, etwas mehr als die teuren Geräte. Also von daher, mit der Umwelt müsst ihr mich hier gar nicht kommen. Und dann gehen wir auch schon weiter zur Kamera. Zum letzten Punkt. Die Kamera von der Frontkamera habe ich ja bereits erwähnt. Hier haben wir ein paar Megapixel mehr bekommen und hier ist die Qualität nochmal ein Tick besser als beim Vorgänger, beim 7 Plus. Das merkt man ganz bisschen. Die Rückkamera, naja, die will ich gar nicht mal in die Bewertung einfließen. Denn ganz ehrlich, die Rückkamera beim Tablet benötigt man einfach nicht. Wenn dann nur ganz selten. Wenn du einen Verwendungszweck dafür hast, dann schreib es mir doch gerne mal in die Kommentare. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Aber wie die Fotoergebnisse so entstanden sind, kannst du genau jetzt sehen.
Na, was hältst du von diesen Fotos? Und benötigst du es überhaupt? Gehen wir mal zum Fazit. Das Fazit zum Galaxy Tab S8 Plus ist gut, finde ich. Also, es ist zwar teuer, ja. Der Vorgänger ist günstiger, war aber vor 2 Jahren genauso teuer. Mein Tipp wäre, wenn du dir das zulegen willst und es noch nicht gemacht hast, dann warte bis Ostern. Im Ostern werden 100% gute Angebote bei Samsung kommen und dann kannst du dir wieder ein Schnäppchen holen. Und die Preise von Samsung sind nicht besonders stabil. Wenn du noch etwas länger warten kannst, bekommst du vielleicht auch nochmal einen sehr guten Preis. Die Neuheiten sind nicht unbedingt erwähnenswert, außer du benötigst die Mehrleistung vom Snapdragon 8 Gen 1, dann auf jeden Fall. Und die, ich sag mal, 10-15% mehr Akkuleistung, dann, ja, dann greif auf jeden Fall zu. Besitzt du ein älteres Gerät von Samsung oder ein Android-Tablet, dann kannst du auf jeden Fall auch das Neueste kaufen und nicht das ältere Modell, denn es ist ja schon 2 Jahre alt, dann wird es noch ungefähr 3 Jahre mit Updates beliefert und dann ist auch Schluss. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao.